Passen Sie mal auf. Jetzt passen Sie auf. Das ist der erste. Jetzt will ich Ihnen mal zeigen. Nathalie guckt mich schon grimmig an, weil ich, ja. Aber ich will den Leuten jetzt mal wirklich zeigen, dass es hier um Begriffe gibt, die einfach nur Kindergeburtstag sind. Da ist kein einziger schwieriger Begriff dabei. Liebe Zuschauer. War das schwer? Der Donnerstag. Und für den Donnerstag hätte es jetzt 100 Euro gegeben. Sie haben gesagt Urlaubstag, ne? Ja. Gunni, bleiben Sie mal dran. Das ist ja eigentlich passend zu dieser Sendung, ne? Mhm. Aber der Urlaubstag ist nicht der Begriff 2, den wir suchen. Soll ich Ihnen den mal zeigen? Ja. Passen Sie auf. So, und die halten sich jetzt ganz fest. Sind Sie ja jeden Tag, ne? Passen Sie mal auf. Oh, wait. Gewesen wär's. Sowas Einfaches wie Schultag. Gunni, war das schwer? Nee. Wir haben 16 Begriffe. Entschuldigung, dass du schreie, Nathalie. Ja, aber das regt mich ein bisschen auf. Wir haben die einfachsten Begriffe. Die haben wir hier stehen. Und ich möchte jetzt gerne, wir hatten den Donnerstag, wir hatten den Schultag und jetzt der dritte Begriff, Pippi einfach. Wie viel Euro haben wir drin? Wir haben 650 Euro drin. Starte bitte das Band. Abreißen bitte. Ja, was abreißen? Abreißen, nächsten Begriff. Nö, jetzt nicht. Nee, ich habe jetzt zweimal gezeigt, dass es einfach ist. Donnerstag, Schultag und das Ding bleibt jetzt hängen. Und wir starten die nächste Runde. Wir geben jetzt irgendeinen anderen Zuschauer die Möglichkeit, hier 800 beziehungsweise jetzt sind 650. Ja, wenn der reinfällt, das wird ja gleich passieren, sind es 800. Was? Nein! Warum denn? Okay, dann machen wir eine Bonusrunde. Wie eine Bonus? Was ist denn der Bonus? Wir haben 16 Begriffe da. Nichts zu tun, und nein, ich habe jetzt. Genau. Das ist eine Bonusrunde. Das haben wir zwei oft auf Mallorca gehört. Ja? Achtung, wir starten. Wir spielen. Noch eine Bonusrunde. Ich habe jetzt schon zwei Begriffe abgerissen. Warum soll ich den dritten auch noch abreißen? Wir haben 16 Stück und alle sind einfach. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Liebe Zuschauer, die Begriffe, die 16, die wir heute spielen wollten. Es war Donnerstag dabei, es war Schultag dabei. Ja, und es sind noch 14 Begriffe dabei, die alle einfach sind. Ausnahmslos. So, und wir starten die nächste Runde. Passen Sie mal auf. Nicht der Feiertag, sondern sowas Einfaches wie Arbeitstag hätte Ihnen jetzt 850 Euro gebracht. Ich meine, einfacher können wir die Dinger doch nicht mehr machen, oder? So, kannst du den Leuten bitte noch mal erklären, dass da alles einfache Begriffe hängen? Kannst du es mal erklären? Mir glaubt ja scheinbar keiner. Wir haben es ja gerade eben gesehen, was für einfache Begriffe. Alle Begriffe befinden sich im Duden oder im Brockhaus. Das sind nicht irgendwelche Fantasiebegriffe, liebe Zuschauer. Wer ist da? Ich meine, die Begriffe, die kennt auf jeden Fall jeder. Die sind kinderleicht. Kinder dürfen nicht mitspielen, bitte nur, wenn sie 18 sind. Aber es könnte auch ein Sechsjähriger lösen. Das auf jeden Fall. Rein theoretisch könnte hier ein Sechsjähriger lösen. Oder ein Fünfjähriger. So, was hatten wir alles dabei? Wir hatten den Arbeitstag, wir hatten den Donnerstag. Was hatten wir noch? Was war der andere Begriff, der genauso einfach Schultag. War? Schultag. Und jetzt zeigen wir Ihnen mal, wofür es fast 1000 Euro gegeben hätte. Oh. Der Ruhetag. Also einfacher können wir es Ihnen noch nicht machen, oder? Pass auf, ich will Ihnen jetzt mal zeigen, was Sie dafür... Vielleicht haben Sie ja vielleicht sogar den Begriff im Kopf gehabt, nur der Gambino war ein bisschen schneller oder Bambino oder wie er heißt, ja? Gambino. Ja. So, passen Sie auf. Das wär's gewesen. Und ich meine, man kann es leichter, kann man so ein Spiel nicht gestalten. Oder hier Mittag. Mittag. So Begriffe spielen wir. Und dafür hätte es über 1000 Euro gegeben. So, wir lösen. Nein, wir lösen nicht auf. Jetzt halt doch mal die Bubble. Wir lösen nicht auf. Wir werden jetzt noch eine Runde spielen, ja? Und liebe Zuschauer, Sie haben es gerade mitbekommen. Wir spielen hier die schnellsten Runden, die es bei 9 Live jemals gegeben hat. Ich weiß nicht, ob es an dir liegt, ja? An uns liegt es. Meinst du? Natürlich. Ich habe das dunkle Gefühl, da sind mehr Männer in der Leitung. Bonusrunde! 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 3, 2, 1! Yes! Pass mal auf, bleiben Sie mal dran. Wissen Sie, für was Sie hier über 1000 Euro, ich glaube, da sind mittlerweile 1300, 1400 Euro drin. Ja. Wissen Sie, was Sie hätten sagen müssen? Bitte schauen Sie genau hin. Schauen Sie genau hin. Sie hätten 1300 Euro oder 1400 Euro bekommen für Montag. Für so einen einfachen Begriff. Da kann uns ja keiner vorwerfen, dass sowas schwer ist, oder? So, Nathalie. Aber sind das mal einfache Begriffe, Jürgen? Ja, Nathalie, halt dir mal gerade die Ohren zu. Liebe Zuschauer!
Sauer. Hat es jetzt irgendeiner begriffen, dass wir hier die einfachsten Begriffe spielen? Wie montags, donnerstags, Ruhetag und Schultag und sowas, ja? Sowas spielen wir hier. Und nennen Sie mir keinen komplizierten Begriff, weil der Begriff ist genauso einfach wie der Donnerstag, genauso einfach wie der Montag. So, die einfachsten Begriffe, die bringen hier halt das meiste Geld. Das ist eben bei Neuen Live so, ja? Jetzt hören... Bitte was? Abreißen. Wir haben doch erst eine Runde für diesen Begriff gespielt. Warum soll ich denn das schon wieder abreißen? Die Leute haben es ja mittlerweile mitbekommen, dass wir ausnahmslos einfache Begriffe spielen. Okay, Bonusrunde. Ja, da brauchst du nicht... Bonusrunde! 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 Drei! So! Wir können Ihnen noch mal gerade nennen, 7 Begriffe, die bei uns dabei waren, waren dabei Donnerstag, Alltag, Schultag, Arbeitstag, Ruhetag, Mittag, Montag, zum Beispiel, ja, solche Begriffe hatten wir dabei. War das schwierige schwer? Dabei? Nein. Und wir haben 16 solcher Begriffe dabei gehabt. 16. Und Sie nennen uns jetzt bitte einen Pippi-Begriff. Und zwar für 2.500 Euro circa, wenn der 500er auch noch gefallen ist, ja? Liebe Zuschauer, in circa 2 Sekunden ist dieser 500er ebenfalls da drinnen. Da geht es für Sie um circa 2.500 Euro. Oh Gott. Für Lutscherantworten, würde ich sie mal nennen. Ja? Du bist aber heute echt witzig. Ja. Ich weiß nicht, ob das witzig ist. Das ist wütend. Ich bin wütend, dass diese Begriffe einfach nicht kommen. Weil uns wahrscheinlich wieder keiner glaubt, dass es einfache Begriffe sind. Das haben wir Ihnen eben bewiesen. Mit Montag, mit Donnerstag, mit Ruhetag, mit Alltag und. So. Liebe Leute, wir hatten sowas hier. Willst du nur mal zeigen, hier Alltag, ja, zum Beispiel, dann der Montag, dann der Mittag, der Donnerstag, muss hier doch irgendwo liegen. Hier sind doch die ganzen Begriffe, nennen Sie uns doch einen einfachen. Achtung, so, ein einfacher Begriff. Okay, wegen dem Aufleger jetzt noch eine Runde. Was? Ich spiele jetzt noch eine Runde wegen dem Aufleger. Nee, nicht nur wegen dem Aufleger, wir spielen den Begriff, bis er jetzt fällt. Nee, auf keinen Fall. Das kann ja so lange nicht dauern. Achtung. Ach, dir geht die Düse, das für so einen einfachen Begriff 200... Natürlich. Jetzt... 16, genau gleich. Jetzt verstehe ich das erst. Dir geht die Düse, dass für den Begriff 200.000 Euro ausgehen. Aha. Ja, stimmt. Siehst du, und deswegen spielen wir jetzt, bis er gelöst wird. Achtung. In 3... Letzte Runde. Nein, es ist nicht die letzte Runde. 2, 1... Ja. Pass auf. Nochmal bitte. Was hast du gesagt? Abreißen. Ja, mach ich jetzt. Pass auf. Ich reiße jetzt ab. Du gehst mir langsam echt auf den Keks. Pass auf. Ich reiße ab. Sie kriegen, liebe Zuschauer, Sie kriegen nämlich von mir jetzt die doppelte Chance, ja? So. Ja, das spielen wir um 2 Begriffe. Ja. 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 So. Stopp, was hast du jetzt gemacht? Das Fernsehen. Ich habe jetzt den nächsten Begriff abgerissen und habe den, und Sie haben jetzt die doppelte Chance. Ob Sie jetzt den nennen oder den, ist ganz egal. Sie gewinnen hier über 2.500 Euro. So. Bist du bescheuert? Nee, ich bin nicht bescheuert. Du gehst mir auf den Keks dauernd abreißen. Der Begriff, einer von den beiden wird jetzt gelöst. Sie haben die doppelte Chance, liebe Zuschauer. Alle Begriffe, die bis jetzt hier abgerissen worden sind, waren Pippi einfach. Alle Begriffe, alle 16, stehen im Brockhaus, stehen in jedem Duden und haben mehrere Hunderttausende von Einträgen bei Google. Jürgen, reiß bitte ab. Nein, es wird... Ja, okay, ich reiß ab. Ich reiß ab. So, liebe Zuschauer, Dreifachchance. So, Dreifachchance. Ja. Nein, Jürgen, das können wir nicht machen. Doch, können wir doch machen. So, liebe Zuschauer, nur zur Erklärung. Mir ist es egal, ob Sie mir Begriff 9, ob Sie mir Begriff 8 oder Begriff 10 lösen. Sie bekommen das, was in der Geldwanne drin ist. Und wissen Sie warum? Weil mein Redakteur mir so allmählich auf den Pinsel geht mit seinem ewigen Abreißen. Da ist nichts mit Abreißen. Reich mal alle 3 ab, dann spielen wir die Nummer 11 weiter. Nein! Was willst du spielen? Ich würde jetzt gerne die 11 Ja, spielen. Begriff 11. Gut, spielen wir Begriff 11 auch noch. 8, 9 und 10 auf. Ja, Ja. Zeigen wir ein, nee, kannst du haben. Du kannst haben, wenn du Begriff 11 spielen willst. Spielen wir jetzt um den. So. So. Vierfach Chance. Ist mir egal, ob sie mit 10, 8, 9, 11. Ja. Das können wir nicht machen. Nein. Wir sind alle dafür. Und jetzt haben wir es so gemacht. Ja. Vierfach Chance. Vierfach Chance. So. Tipp ist Kalender. Passen Sie mal auf, liebe Zuschauer. Jetzt.
Jetzt, Nachtigall, ihr könnt ja trapsen. Ich weiß, warum du einen Tipp gibst. Du hast Angst, das wird immer teurer, ne? Nein. Du willst jetzt, dass gelöst wird, weil du Angst hast, da fällt immer mehr Geld in die Geldwanne rein. Deswegen gibst du jetzt einen Tipp. Sonst würdest du ja keinen Tipp geben. Du hast gemerkt, ich reiß nicht ab. Das Spiel wird, die Runde wird so teuer und deswegen gibst du einen Tipp. Okay? Ja, okay, gebe ich zu. Und der Tipp lautete wie? Kalender. In einem von diesen Kuverten hat ein Tag was mit einem Kalender zu tun. Für dich geht's jetzt um 17.000 Euro. Deine Lösung bitte. Wochentag. Nein, wir haben einen bestimmten... Nee, der ist es nicht. Bleib mal bitte dran, ja? Bleib mal bitte dran. Jürgen, pass auf. Lass auf, die Lars. Die Sendung ist gleich vorbei. Du weißt, verkürze Sendezeit. Ja. Wir müssen das Geld jetzt raushauen. Lars, dann tu mir aber bitte einen Gefallen. Ich will jetzt noch nicht auflösen. Nee, wir lösen später weiter. Genau. Lösen später auf. Wir müssen das Geld jetzt wirklich schnell raushauen. Ja. Ich zeig dir mal was, komm. Dann spielen wir das vielleicht nachher noch weiter. Genau. Und wir haben ja eben noch ein Spiel gespielt, da wurde keine Lösung genannt, ja? Und das lösen wir jetzt selbst schnell auf, ja? So. Dann zeigen wir mal, was da drinnen stand. Nämlich, es ging um Begriffe, die auf Tag endeten. Nathalie, was hast du? Ich hab den Christtag. War das schwer? Und nein. Ich habe den Pauktag. Dafür hätte es, glaube ich, 14.000 Euro sicher gegeben, ne? Oder wir waren, glaube ich, sogar bei 17.000 Euro. Ja. Ja, Anna-Ich ist auch schon da. Die möchte jetzt auch loslegen. So, dann hatten wir noch ein paar andere Lösungen. Ja. So, hier wäre es gewesen, der Hubertustag. Der hätte auch 14.000 Euro gebracht. Ebenfalls 14.000 Euro hätte bringen können. Der Tag. Der Tag. Genau, der hätte auch 14.000 Euro gebracht. So, und zu allerletzt ist noch einer übrig geblieben und das ist der. Haben wir gesehen, ne? Genau. Satertag. Der Satertag. Ja. Dann haben wir uns nicht verschrieben, das ist nicht der Vatertag, ja. Das ist ein bestimmter Tag, den Anna nochmal kennen müsste, der ja auch hoch im hohen Norden sehr oft verwendet wird, ja, ne, würde ich sagen. Das ist hier, ne? Soll sich nicht nur der Sender eine goldene Nase verdienen, vielleicht sie auch heute Abend.